So, guten Tag, Leute. Ich habe hier ein schönes kleines Paket bekommen. Für die, die mir auf Instagram folgen, die wissen wahrscheinlich, was da drin ist. Eine schöne Maske, die ist heute gekommen, die ich mir vom guten Hijack Mask herstellen lassen habe. Ich liebe dieses Teil einfach. Und mit dem geilen Brotmesser oder was das hier ist, mache ich das Ding jetzt mal auf. Ich muss aber euch leider zur Seite legen, weil ich habe nur zwei Hände. Ich habe nur eine Hand, das ist ja Quatsch. Also übrigens hier die schöne Flasche, die ich von Christian bekommen habe. Der Junge aus Leipzig hat die mir zugeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, ich mache dann mal auf hier den Laden. Mal gucken, ob ich das so schaffe. Ich muss mich mal zwischendurch hier um mein Essen kümmern. Ich bin ganz faul, mache gebratene Nudeln aus der Tüte. Und hier dann noch ein paar Eier rein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin richtig gespannt. Der hat das richtig schnell gemacht. Ich hatte den, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwann am Wochenende, ich glaube Sonntag noch. Kann das sein, dass es, nee, gar nicht war, so ein Freitag. Ach egal, ich weiß nicht mehr, wann es war. Auf jeden Fall hat den Guten geschrieben, ob er das machen kann. Hat am gleichen Tag noch zurückgeschrieben und hat sich schon dran gemacht. Und die Maske ist quasi innerhalb von einem Tag fertig gemacht. Boah, sieht schon sehr geil aus. Ich hoffe, dass das jetzt auch passt mit dem, wie ich das ausgemessen habe. Hier haben wir noch ein paar Aufklebers. Ja, cool. So, das ist die gute Maske. Ist doch geil gemacht, hör mal. Und das Geile ist, das habe ich vorher, oder habe ich vorher nicht drauf geachtet, innen schön weich gepolstert. Ich werde es jetzt mal auf meinem Schnabel ziehen und dann mal gucken, wie das aussieht. So, Leute. Sieht doch geil aus. Hat sehr gute Arbeit gemacht. Bin mal gespannt, wie es dann auf dem Motorrad ist. Da sehen wir uns dann die Tage auf dem Motorrad in diesem Video auf jeden Fall wieder. Passt ja wie angegossen. So, ich weiß jetzt nicht, ob man überhaupt irgendwas hören kann. Ich habe das Mikrofon hier unten einfach reingeklemmt. Ist aber ziemlich weit hier unten, wo der Luftstrom quasi vorbeigeht. Also die Maske sieht auf jeden Fall geil aus, oder? So, wenn man nur so einen Schaumhelm hat oder so einen Stahlhelm, so einen Wehrmachtshelm oder so, dann ist die perfekt. Ich habe die gestern mal ausprobiert, wo ich zur Arbeit gefahren bin. Da hatte ich aber meinen Jethelm auf, den Scorpion Titan. Ich habe es auch mit dem anderen Jethelm, die rote Melone da. damit kann man es vergessen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das Band hier, das geht irgendwie auch an die Ohren dran. Und wenn dann noch ein Helm von außen drauf kommt, dann hat man ganz, ganz, ganz schnell Ohrenschmerzen. Also es tut halt richtig weh. Jetzt so hier bei dem Helm, gar kein Problem. Dafür ist der perfekt. Also dafür ist die Maske perfekt. Und ja, und geil sieht's aus auf jeden Fall, oder? Beschlagen tut die Brille trotzdem. Irgendwie hat er schon einiges gelesen auf Insta. Alle sagen irgendwie, ja, beschlägt die Brille nicht durch. Habe ich nicht, also habe ich doch. Bei mir beschlägt die Brille auch jetzt bei so einem Wetter von über 30 Grad. Aber gut, das kennen wir ja alle. Dann ist das so. Weiß halt jetzt auch nicht, inwiefern ihr irgendwas hören könnt. Aber jetzt heute zum Test. Ich habe jetzt mal meine Schale wieder ausgepackt. Ja, das passt soweit ganz gut. Muss mal schauen. Ja, so jetzt mit dem Ohr geht das, weil da jetzt von außen nichts drauf gedrückt wird. Aber ich glaube, bei euch rappelt so viel, kann sein, dass ihr gar nicht so viel sehen könnt, dass ich von dem Material hier fast nichts verwenden kann. Hm. Nee. Aber bin mal gespannt, was die GoPro
aus dem Bild macht. Das wird wahrscheinlich eine einzige Zitterpartie sein. Ich bin natürlich heute ganz in kurzer Hose, T-Shirt, meine YouTube-Weste. Ja, und das Ding natürlich einmal um Pudding fahren, nur für das Video hier schnell. Es ist einfach viel zu heiß, außer man fährt. Und wir haben auch erst, was haben wir jetzt, 11 Uhr vielleicht? Samstags, 11 Uhr. Ich werde das Video gleich direkt bearbeiten. So, auf jeden Fall. Maske optisch sehr geil, finde ich. Und so, wenn man jetzt mit dem Helm das trägt, finde ich, ist dann alles perfekt. Aber wie gesagt, mit dem Jethelm kannst du es vergessen. Das tut einfach mega weh. Dann doch lieber ein Tuch oder so übers Gesicht. Werde ich mir mal noch ein Tuch herstellen lassen, wo dann vorne mein Logo drauf ist oder so. Aber aus handwerklicher Kunst, sehr geil gemacht von Hijack Mask. Und die hat das so schnell gemacht. Erstmal Hut ab dafür, die war so schnell da, die Maske. Kann man nichts sagen. Sieht auf jeden Fall böse aus. Da mit meiner Maske drauf, alles perfekt. Ist halt die Frage, wenn die Ansicht hier auch funktioniert, könnte ich ja ab und zu auch mal die Ansicht als Zweitansicht mit reinnehmen. Oder ich bin sogar am Überlegen, irgendwann mal eine 360-Grad-Kamera zu holen, dass ich dann quasi switchen kann. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Irgendwie macht das jetzt jeder Affe. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Felder hier bei mir. Dann setze ich mich gleich kurz am Computer. Mach das Video fertig. Vielleicht noch eine Runde GTA-RP auf Twitch. Oh. Ich kann nicht verstehen. Warte mal, da rutscht die Kamera schon. Ai. Leck mich im Arsch. Da rutscht die Kamera schon. Da muss ich mal eben festmachen. Ai. Das muss ich mal hier irgendwo anhalten. Da rutscht die Kacke schon. Einmal irgendwas habe ich nicht richtig festgemacht. Ich glaube das hier. Ah, jetzt ist wieder bombenfest. Ich weiß, wir überlegen heute noch nach Harley, also nach Thunderbeck zu fahren. Aber ich bin mir noch nicht. Da ist mir irgendwie zu heiß. Auch keinen Bock irgendwie. Oh, au, heiß am Bein. Wenn scheiße läuft, bleibt scheiße. Ja, wenn man keine lange Hose anhat, dann ist das schon mal kritisch. So. Gespannt, ob Videoaufnahmen jetzt was sind, ob Tonaufnahmen was geworden sind. Mal sehen. Ein bisschen Terror machen. Schon. Auf jeden Fall vielen Dank, Hijack Mask, für die geile Arbeit. Hier mit so einem Schalenhelm. Ich werde mir noch so einen Wehrmacht-Style-Helm holen. Dann passt das alles perfekt.
Dafür ist die Maske 1A super verarbeitet. Die drückt an der Nase nicht. Man musste das vorher abmessen. Er sagte mir, von wo bis wo ich mein Gesicht quasi ausmessen soll, grob. Und fertig, Ende. Ja. Und das war's schon. Und einen Tag später hat er die schon fertig gehabt. Geile Sache auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Sache. Aber wie gesagt, nichts mit Jethelm. Da tun dir die Ohren weh. Oder vielleicht gibt es da irgendwie noch eine andere Lösung oder so. Wenn du das siehst, mein guter, du siehst das ja. Vielleicht hast du da irgendwie einen Tipp oder so. Weil ich finde es schon geil, wenn ich es auch mit meinem Jethelm tragen könnte. Aber gucken wir mal. So ist auch in Ordnung. Gerade hier für um Pudding zu fahren. Wunderbar. Auf jeden Fall auch mit meinem Logo. Sehr geile Arbeit. Auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Wie gesagt, der Kritikpunkt, der gilt ja nur, wenn man einen Jethelm trägt. Ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Und Leute, ich kann euch auf jeden Fall den guten Mann nur empfehlen. Der macht da eine sehr gute Arbeit. Von innen schön gefüttert. Alles wunderbar. Die verrutscht auch nicht, wenn ich spreche. Wenn ich jetzt denke, mein Tuch und ich rede, dann müsst ihr den mal hochziehen. Also hier wunderbar. Bin nur noch gespannt, ob das mit dem Ton funktioniert. In dem Sinne, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja.